Hallo ihr Lieben, heute gibt es das Produkt, was ihr euch am meisten in der letzten Zeit gewünscht habt. Die Dr. Oetker Chipspizza, auch bekannt als Pizza Bianco Prosciutto Patata. Mensch, das klingt ja fast schon authentisch italienisch, oder? Es ist eine Pizza mit Schinken und Chips und Käse und Creme Fraiche und sieht mega, mega lecker aus. Trotzdem habe ich als Junkfood-Guru lange gezögert, denn ich bin nicht so ein großer Prosciutto-Fan. Aber man hat mir gesagt, das ist kein Problem. Ich werde sie trotzdem mögen. Ich vertraue da auf Aussagen von Freunden und von Junkfood-Guru-Zuschauern, die gesagt haben, das musst du jetzt einfach testen. Deswegen werde ich diese Pizza mit euch testen. Ich war heute am Montag, deswegen extra noch einkaufen und ich habe sie entdeckt und direkt bekommen. Deswegen dachte ich mir, das ist ein gutes Zeichen. Die wird jetzt verköstigt. Bevor ich sie in den Backofen schiebe, werfen wir nochmal einen kurzen Blick auf die Zutaten. Die stehen ja nämlich auch auf Deutsch drauf. Und zwar 1, 2, 3 hier. Und die Nährwertangaben sind, glaube ich, auch ganz interessant. Eine Pizza hat 969 Kalorien. Das ist schon ordentlich. Zweifache Menge vom Junkfood-Guru-Abend-Snack. Das heißt, eine Hälfte heute Abend, die andere Hälfte morgen zum Frühstück oder falls man noch Gäste erwartet, kann man die natürlich auch teilen. Ich werde mir die andere Hälfte bis morgen aufheben. So, genug geschnackt. Okay, Nährwertangabe habe ich gesagt, 969 Kalorien. Ihr könnt nochmal drauf gucken zum Beweis. Wir stecken die jetzt gemeinsam in den Backofen. Dann warten wir 12 Minuten und dann bin ich wirklich gespannt, wie es rauskommt. Doch bevor sie ihren Weg in den Backofen findet, wow, wollen wir uns die mal anschauen. Schaut mal, da sind tatsächlich, und ein Glück, ist hier noch Folie drüber, Chips drauf. Echte Kartoffelchips. Ich fass es nicht. Ziemlich Hammer, oder? Also das hat mich auch total überrascht. Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Ich kannte mal die Culinaria Tex-Mex von Dr. Oetker. Da waren so Nacho-Chips drauf. Aber Kartoffelchips habe ich auch noch nie gesehen. Die werden wir jetzt mal ruckzuck in den Ofen zaubern, ihr Lieben. Bis gleich. Und so lecker sieht die Pizza im Backofen aus. Könnt ihr das sehen? Wie der Käse hier schon lecker brutzelt und der Schinken ist auch zu sehen. Die Chips bekommen eine schöne Farbe. Yummy. Oh mein Gott. Ich habe auch gerade mal kurz den Backofen gelüftet und es hat schon so mega lecker gerochen. So, tata und gelüftet. So sieht die Pizza aus, die jetzt bei mir für 12 Minuten im Backofen war. Die Chips sind richtig kross geworden. Der Geruch ist so richtig schön käsig und chipsig. Und oh, riecht wirklich sehr lecker, sehr gehaltvoll. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie gleich der erste Bissen mir schmecken wird. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Deswegen gibt es das erste Stück natürlich auch live vor der Kamera. Ihr wisst, der Junkfood-Guru mag keinen Speck und keine Zwiebeln und keine Schinken. Aber schauen wir mal, was er hierzu sagt. Das ist wirklich so eine kleine Challenge heute für mich. Aber für euch mache ich das ganz gerne. Und schmeckt. Schmeckt wirklich so lecker. Schaut mal, weil die Soße da drunter, diese Creme Fraiche, die mag ich richtig, richtig gerne. Und die ist so schön intensiv, dass sie den Junkfood-Guru von dem Schinken und von den Zwiebeln ablenkt. Also das schmeckt wirklich sehr lecker. Und die Chips. Schaut mal. Die sind echt kross. Unglaublich. Schmackhaft, nicht zu trocken. Die Chips schmecken auch nicht wie ein Fremdkörper. Sondern, delicious. Wer auf Prosciutto steht, auf Creme Fraiche, Käse und Chips auf einer Pizza, der wird wahrscheinlich sagen, das schmeckt tausendmal besser als die Schokopizza. Mein Junkfood-Guru-Herz schlägt noch für Schokolade, muss ich sagen. Deswegen hat die Schokopizza bei mir immer noch einen sehr, sehr hohen Stand und die Pizza kommt nicht ganz dran. Aber, wie gesagt, wer Schinken mag, Chips, Creme Fraiche,
Wir sollten dieser Pizza unbedingt eine Chance geben. Man wird wahrscheinlich auch sagen, die schmeckt viel, viel besser als die Schokopizza. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ein ganz, ganz tolles Pizzaprodukt hier. Pizza Bianca Prosciutto Patata. Kartoffeln, Schinken, Creme Fraiche und Käse. Abgefahren, muss ich sagen. Guck mal hinten drauf. Ja, Schinken ist drauf. Das war Schinken, ihr Lieben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Die Pizza ist echt ein Burner. Ich hole die nochmal hier ran. Ich habe die auch wirklich ganz gut hinbekommen. Deswegen kann ich die nochmal zeigen. So sieht die aus. Yummy. Gönnt euch die mal. Wenn ihr euch die schon gegönnt habt, würde ich mal interessieren, wie findet ihr die? Besser als die Schokopizza oder nicht? Schreibt mal in die Kommentare. Ich freue mich, von euch zu lesen, ihr Lieben. Und bis zum nächsten Video. Tschüss. Psst. Damit ihr das nächste Video nicht verpasst, ganz schnell abonnieren den Kanal. Nicht vergessen, hier oben Abo setzen und beim nächsten Video wieder dabei sein, ihr Lieben. Bis bald.